Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von German Junior TV. Es ist Samstag, es ist fast schon Viertelfinalzeit. Im Herrendoppel haben wir gerade das Achtelfinale gespielt und ich habe zwei Spieler hier, die Sie bereits aus dem letzten Jahr kennen. Und die sind auch in diesem Jahr wieder ins Viertelfinale gekommen, zwar Marc Lahmsfuß und Marc Beierli. Hallo Jungs, erstmal. Hallo. Ihr habt gerade ein relativ leichtes Spiel gehabt gegen zwei Dänen. War das so erwartet oder habt ihr mit deutlich mehr Gegenwehr gerechnet? Ja, also wir hatten damit gerechnet, dass der eine auf jeden Fall stärker war und dementsprechend haben wir halt den anderen viel mehr angespielt und dadurch, also ging das dann recht locker. Also wir hätten es uns, glaube ich, nicht so leicht vorgestellt, aber dadurch, dass wir halt mit viel Spannung da reingegangen sind, haben wir das dann recht locker gewonnen eigentlich. Ihr wart im letzten Jahr zweimal hier bei German Junior TV. Ihr habt ein echt gutes Turnier letztes Jahr gespielt. Sind wir so ein bisschen vielleicht euer Glücksbringer? Ich würde sagen schon. Also mir gefällt das Turnier auch sehr gut hier und macht immer wieder Spaß. Und dann, wenn Leistung dann auch stimmt, dann umso mehr. Ihr seid in diesem Jahr an 5 bis 8 gesetzt bei dem Turnier. Ist das was, wo man nochmal einen zusätzlichen Schub an Motivation bekommt oder setzt einen das eher unter Druck? Ja, also ich denke, hier hat uns das jetzt eher motiviert. In Holland waren wir an 3-4 gesetzt. Das hat vielleicht eher ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber irgendwie, weiß ich, hier spielen wir immer ein bisschen besser als in Holland. Also. Wenn man sich jetzt euren Baum anschaut, gestern haben die an 3-4 gesetzten Dänen verloren gegen zwei Koreaner. Ist jetzt so ein bisschen der Weg frei für euch ins Halbfinale? Ich finde, das nächste Spiel wird sehr, sehr schwer und wir haben auf gar keinen Druck und können locker aufspielen und versuchen einfach ein gutes Spiel zu machen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel, würde ich sagen. Marc, du hast gestern im Mixed ganz knapp verloren. Ihr habt eigentlich ein ganz, ganz gutes Turnier auch gespielt, du mit deiner Partnerin. Wie siehst du deine Leistung im Mixed? Ja, also das Mixed war sehr gut, vor allen Dingen im ersten Satz. Also da lagen wir, glaube ich, 18-14 vorne oder 17-14, haben halt leider verloren. Aber muss halt auch sagen, dass die in manchen Bereichen einfach stärker waren als wir und einfach noch schneller am Schläger waren. Also weiß man schon, was man noch tun muss, um das Level zu erreichen. Ganz, ganz anders hast du es gemacht, Marc. Du hast nämlich gestern auch das Viertelfinale erreicht mit deiner Partnerin Franzi Volkmann. Du wirst jetzt erfolgreichster deutscher Spieler hier. Ist das was dich beflügelt vielleicht? Schon was Schönes, also schön zu hören. Jetzt müssen wir gucken fürs Viertelfinale, dass wir da auch wieder unsere Leistung bringen. Aber an sich ist es schon was sehr Schönes. Gut, Jungs, dann wünsche ich euch alles Gute, drücke euch die Daumen. Und solltet ihr, wie auch im letzten Jahr habe ich es euch versprochen, wenn ihr noch eine Runde weiterkommt, lade ich euch wieder ein, da geht gar nichts dran vorbei. Das heißt, wir drücken den beiden die Daumen und hoffen, dass wir sie dann später im Viertelfinale oder nach dem Viertelfinale hier bei uns bei German Junior TV wiedersehen. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt dran. Ciao.